Greifswald TV. Besser lokal informiert. Jährlich sterben bundesweit 600 Menschen an AIDS, ca. 6000 im Straßenverkehr und bis zu 10.000 Menschen an der Virusgrippe. Man sollte also die sogenannte Influenza nicht auf die leichte Schulter nehmen und sich rechtzeitig impfen lassen, gerade jetzt in der nasskalten Jahreszeit. Eine Virusgrippe lässt sich im Anfangsstadium nur schwer von einer Erkältung abgrenzen. Typische Grippesymptome sind das plötzlich auftretende Fieber und ein starkes Krankheitsgefühl, begleitet von Muskel- und Gliederschmerzen. Ja, diese Zahlen, die kursieren ja schon seit einigen Jahrzehnten, dass man so schätzt, dass so ca. 10.000 Personen doch deutschlandweit an Virusgrippe und den Komplikationen natürlich sterben. Komplikation ist die Lungenentzündung. Ja, das ist natürlich ganz besonders wichtig für chronisch Kranke, dass man da die Grippeschutzimpfung gibt. Gefährdet sind neben chronisch Kranken auch Senioren, Herz-Kreislauf-Kranke, Diabetiker und natürlich Personen, die mit vielen Menschen in Kontakt kommen. Seien es Lehrer, medizinisches Personal oder Studenten. Also die Grippeschutzimpfung ist hinsichtlich der Influenza-Prophylaxe die sicherste Methode, die es überhaupt gibt, die sicherste Maßnahme. Es werden auch sehr hohe Schutzraten erzielt nach der Impfung, so 10 bis 14 Tagen. Man sagt so, dass Impfversager relativ wenig auftreten und man hat eine Schutzrate doch nach der Impfung von 98%. Antikörperentwicklung ist also sehr hoch. Der Patiententrend im Gesundheitsamt lässt erkennen, dass auch junge Menschen und Studenten ein starkes Problembewusstsein hinsichtlich der Gefährlichkeit der Virusgrippe entwickelt haben. Vor allem Studenten, die in den Hörsälen eng zusammensitzen und Angst haben, die Virusgrippe zu bekommen, lassen sich vermehrt impfen. Also wenn man sich impfen lässt, dann natürlich wirklich jedes Jahr aufs Neue. Das ist erstmal die Voraussetzung, weil die Impfstoffe werden zusammengestellt in der südlichen und nördlichen Halbkugel, je nach zirkulierenden Virusstämmen. Und da wird dann von der WHO genau gesagt, welche Stämme in dem Impfstoff enthalten sein müssen. Immer für die neue Grippesaison. Und deswegen ist es natürlich erforderlich, sich jedes Jahr aufs Neue impfen zu lassen. Ob es wirklich erforderlich ist, das ist ja die große Frage. Es gibt sicherlich auch noch andere Maßnahmen, ja, gesunde Ernährung, gesunde Lebensweise, viel Vitamine und so weiter. Aber für Risikogruppen ist es, denke ich, unumlässbar, dass man wirklich diese Grippeimpfung geben lässt. Nee, ich lasse mich nicht Grippeschutz impfen, weil die Risiken meines Erachtens überwiegen. Impfschäden, unüberschaubare gesundheitliche Folgen, von denen ich gehört habe, von denen ich nichts genau weiß. Aber ich fürchte mich davor mehr als vor einer Grippe. Brauche ich nicht. Mein Körper hat sich bisher allein schützen können. Ich lasse mich nicht Grippeschutz impfen, weil ich nämlich Lehrerin noch bin. Und der natürliche Impfschutz, den bekomme ich durch die Kinder, die ständig in die Schule was reintragen. Weil ich nach einer Grippeschutzimpfung immer krank werde. Es ist egal, wie oft ich mich impfen lasse. Ich bin danach jedes Mal die 2 Wochen krank. Also ich kriege die Grippe nach der Grippeschutzimpfung erst recht. Wir haben uns nicht Grippeschutz impfen lassen. Weil wir beide erkältet wurden. Und wir haben erst im November nächsten Termin und dann werden wir das mit erledigen lassen. Wir sind in einem Alter, wo eigentlich die Grippe nicht ganz so leicht verläuft. Und deshalb machen wir das. Allerdings gibt es einige Personengruppen, bei denen eine Grippeschutzimpfung nicht unproblematisch ist. Das sind immungeschwächte Menschen, die regelmäßig Medikamente bekommen, wie zum Beispiel Cortison, welches das Immunsystem unterdrückt, oder Menschen mit einer Hühnereiweißallergie. In den letzten Jahren gab es im Gesundheitsamt Greifswald keine gemeldete Impfkomplikation, welche auch durch niedergelassene Ärzte meldepflichtig wäre. Ausgeschlossen ist auch, dass die Virusgrippe durch die Schutzimpfung ausgelöst werden kann.